Deutsche Bahn hatte eine richtig coole Sommeraktion. Außerdem hat Dr. Oetker wieder ein richtig leckeres veganes Produkt auf den Markt gebracht und ein veganes Lebensmittel, was vielleicht dazu beiträgt, dass wir bald noch mehr Proteine zu uns nehmen können. Das alles und ein bisschen mehr gleich bei den Weekly Vegans. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's gut. Meine Woche, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, war komplett stressig. Zwar positiver Stress, aber die war zeitlich so eingebunden. Es ist mir wirklich sehr schwer gefallen, irgendwie Zeit zu finden, um ein Video zu machen. Aber ich möchte gerne die Woche mit einem kurzen Video beenden, damit ihr auf jeden Fall nicht vergesst, wie ich aussehe. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir kommende Woche auf jeden Fall wieder zwei Videos haben. Die werden richtig cool, also seid auf jeden Fall drauf gespannt. Wir fangen jetzt an mit der ersten veganen Neuigkeit, und zwar diese hier. Die Deutsche Bahn hat ja mittlerweile auch schon einige vegane Kooperationspartner am Start, einige noch im Test und andere auf jeden Fall schon fest eingebunden, was in jedem Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, gerade auch für Leute, die sich rein pflanzlich ernähren und viel reisen oder teilweise reisen oder einfach mal lange Strecken haben. Und die Sommeraktion, die ich gerade eben so ein bisschen angeteasert habe, die ist in Kooperation mit ihrem festen Partner Oatly. In dem Zuge will ich auch einfach ein neues Produkt vorstellen von denen. Und zwar hat Oatly jetzt ein neues Softeis entwickelt in ihren Tetrapack-Formen, also total fancy. Und bis einschließlich Mitte September ist diese Sommeraktion noch gegangen, also vielleicht habt ihr es irgendwie mitbekommen. Es gibt ja von der Deutschen Bahn in den Bahnhöfen auch so Lounge-Ecken von denen, Plural von Lounges, Lounge, Lounge. Ich bin komplett durch diese Woche, nehmt es mir bitte nicht übel. Also da, wo man sich hinsetzen kann und auf die Züge warten kann, genauso wie bei den Flugzeugen und bei den Flughäfen auch. In jedem Fall hat Oatly gesagt, hey, wisst ihr was? Dadurch, dass wir jetzt ein neues Produkt am Start haben, wollen wir gerne diese Sachen bei euch platzieren in den Lounges und haben im Prinzip ihr Softeis kostenlos in diesem Sommeraktionszeitraum angeboten. Das heißt, alle, die ja so ein Business-Paket oder so ein Lounge-Paket haben, die durften das Ganze kostenlos essen, bis der Arzt kommt. Bin mir nicht ganz sicher, ob man dieses vegane Softeis jetzt schon auch als Verbraucher in den Supermärkten kaufen kann. Das müsste ich nochmal recherchieren, aber lasst es euch wissen, auf jeden Fall, sobald ich da Bescheid weiß. Das nächste Produkt war eigentlich mal als April-Scherz angedacht vor einigen Jahren und ist jetzt tatsächlich zur Wirklichkeit geworden, nämlich eine neue vegane Pizza. Richtig, richtig cool. Die haben wir jetzt schon mega Erfolge gefeiert mit ihren jetzigen Pizzen, die sie schon rausgebracht haben. Sie haben sich jetzt ein bisschen Verstärkung geholt, und zwar ist das Ralf Rute. Der ist laut Angaben Cartoonist, also zeichnet Cartoons etc. Warum April-Scherz? Sie haben nämlich, ich glaube, im Jahr 2021 schon mal so ein April-Scherz gemacht, dass es eine neue Pizza gibt. Das war wahrscheinlich so ein bisschen Test, um zu gucken, wie die Leute reagieren auf die ganze Geschichte. Und jetzt ist sie tatsächlich draußen. Ralf Rute ist im Prinzip das Marketinggesicht dieser neuen veganen Pizza. Und zwar ist das die ofenfrische Kebab-Style mit Cocktailsoße und veganem Kebab obendrauf und noch ein paar anderen Gemüsesachen und veganem Reibeschmelz und allem drum und dran. Also hört sich auf jeden Fall ziemlich lecker an. Laut Dr. Oetker ist das eine Special Edition. Macht Sinn mit Verstärkung. Aber ich weiß nicht, ob das gleichzeitig heißt, dass das Ganze nur in einem bestimmten Aktionszeitraum gilt oder ob das jetzt dauerhaft im Sortiment ist in den Tiefkühltruhen. Ralf Rute, der Cartoonist, der hat selber gesagt, er hat sich vor 20 Jahren schon mal versucht, vegan zu ernähren, hat aber dann ja vieles vermisst, so genussmäßig, und dementsprechend ist er damals gescheitert. Heute macht er Andeutungen, dass er wieder vegan ist, und mittlerweile fehlt ihm da nichts, weil alles ziemlich lecker schmeckt, was die veganen Alternativprodukte betrifft. Deswegen richtig coole Sache, und das schreit absolut nach einem veganen Pizzatest, oder? So, kommen wir jetzt zur Hauptnachricht. Es ist Forschern gelungen, jetzt ein neues Protein herauszufiltern aus einem veganen Lebensmittel. Und zwar habt ihr es vielleicht auf dem Bild schon gesehen. Nein, das ist nicht Mais, sondern es sind Süßlupinen. Und Süßlupinen sind ja mittlerweile auch eine richtig gute und solide Alternative zu Soja oder zu Weizen etc., weil ja auch einige Soja unverträglich sind und Weizen, also Gluten, unverträglich. Süßlupinen sind da wirklich im Vormarsch momentan. Ich habe mich ja auch schon mit einigen Firmen unterhalten, wie zum Beispiel Loof oder zum Beispiel Alberts, die Süßlupinen verwenden in ihren Produkten. Dadurch, dass diese Forscher jetzt dieses süße Gen entdeckt haben, können sie gezielt mit den Landwirten zusammen neue Süßlupine herstellen und anbauen, die aber tatsächlich auch komplett
wie süß Lupinen schmecken und nicht diese Bitterstoffe herstellen, während sie wachsen. Das ist wesentlich effizienter natürlich auch. So kann man der Süßlupine im Neuanbau dann ein wenig mehr Proteingehalt verschaffen und sie haben hier auch eine höhere Krankheitsresistenz, was natürlich gut ist, weil so weniger weggeschmissen werden muss. Was ich hier ganz interessant finde, gerade in Bezug auf Süßlupinen, es gibt eine australische Firma, die hat ein Süßlupinen-Konzentrat entwickelt und dieses Konzentrat ist absolut geschmacksneutral und das hat zur Folge, dass es gut verwendet werden kann zur Herstellung von anderen hergestellten Produkten. Das finde ich ziemlich cool. Und ein deutsches Startup, jetzt kommen wir wieder zurück zu uns, das nennt sich Prolupin und Prolupin hat es geschafft, ein Süßlupinenpulver herzustellen, was richtig cool ist. Und das hat 90% Proteingehalt und das kann man zum Beispiel verwenden für die Produktion von zum Beispiel Käsealternativen oder ja, veganen Wurstwaren oder Naturkostgeschichten. Prolupin ist auch schon in Zusammenarbeit mit Planet B. Die haben nämlich einen veganen Rührei-Ersatz herausgebracht auf Süßlupin-Basis. Und da nehmen sie genau dieses Süßlupin-Pulver auch. Öffnet weitere Türen für eine richtig gute und solide proteinhaltige Ernährungsweise im veganen Bereich. So, ich hoffe, ich konnte euch noch ein wenig den Tag versüßen mit den veganen Neuigkeiten. Ich freue mich riesig auf kommende Woche. Da kommen, wie gesagt, zwei richtig coole neue Videos raus. Für alle Last Second Supporter, hier das Support-Wort. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Es ist heute Süßlupine.